Hallo und herzlich willkommen zu Shoki Banoki New Television Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Das hier neben mir ist der Sascha und ich bin der Marc. Wir haben den 31. Januar und auch heute wieder ein Geburtstagskind. Ja, was und ist rate das? Mal, wer es ist. Wer? Komm, einen hast du frei. Ein Schauspieler? Nee, Musiker. Justin Timberlake, lieber Justin. Justin Timberlake. Von dieser Stelle aus herzliche Grüße und alles Gute zum Geburtstag. Ist mir so Latte der Typ, ehrlich. Ja. Am 31. Januar 1958, da schießt die USA ihren ersten Satelliten Explorer 1 in den Weltraum. Ja, damals ging das los. Wann war das? 1900? 58. 1958? Ja. Hui. Genau. Da wollten sie die Russen aufholen, ne? Wie war das? War das noch? Nee. Ist das auch die Nachricht vom Sputnik-Schock da und so? Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber 58, das war schon recht früh. Ja. Hm. Okay. Also hat nichts mit der Mondlandung zu tun. Das ist ja, erst 11 Jahre später. Das ist klar, okay. Okay. Fakt des Tages! Das ist lustig. Schildkröten können durch ihren Hintern atmen. Hat und ich weiß genau, was ihr jetzt alle denkt. Ja. Nein, das machen wir auch. Ja, nur andersrum, ne? Genau. Nee, also Schildkröten können durch ihren Hintern atmen. Du kannst durch deinen Hintern, nicht du, sondern nee, nicht. Schildkröten können durch ihren Hintern atmen. Ja. Warum können die das denn eigentlich? Also warum muss man das denn in der Evolution irgendwann mal sich aneignen, dass das funktioniert? Was für einen Nutzen haben die daraus? Es könnte sein, also Schildkröten sind ja in ihrer Bewegung eingeschränkt, durch einen Panzer und so, ne? Weiß ja zum Beispiel, wenn die auf dem Rücken liegen und so, ne? Ist ja schlecht für die Schildkröte. Wenn die jetzt mit ihrem Panzer oder kopfüber irgendwo drin stecken, ne, die graben sich ja schon mal in die Erde ein zum Beispiel, um dort Eier später ablegen zu können. Ne? Dann können sie in dem Moment, wo sie unten graben, können sie ja nicht atmen. Ist das so? Ist eine Erklärung, ein Erklärungsversuch. Es gibt nur noch ganz viele andere Tiere, die graben und trotzdem nicht durch den Arsch atmen können. Ja. Aber Schildkröten können es halt. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass sie sich einziehen. Ja. Und in dem Moment, wo sie sich eingezogen haben und längere Zeit eingezogen sind, der Kopf ja irgendwie dann so, vielleicht sind die Atemwege dadurch sozusagen zusammengepresst irgendwie. Und dann müssen sie Zeit überbrücken. Und dann haben die überlebt, die durch den Anus atmen können. Und seitdem können sie es. Wenn ihr wisst, warum es so ist, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Ist auf jeden Fall würde mich auch interessieren. Material für Spekulation. Ja, genau. Wir sehen uns morgen wieder am 1. Februar. Ich sage Cheerio, Miss Sophie. Tschüss, Sikowski. Und dann erklären wir euch auch, warum der Hund sich die Eier lecken kann. Das verrate ich jetzt nicht, aber viele können sich's denken. Ja.